Hallo Leute und herzlich willkommen. Ich bin Christian Soos, ihr schaut Soos Sportscars. Herrliches Wetter, tolles Video heute. Ich bin gespannt, was ihr dazu sagt. Heute mal was ganz anderes. Wir machen, was wir am besten können. Wir reisen weit zurück in der Zeit. Ein französisches Auto heute mal. Ja, ich kenne das noch sehr gut, als es damals aktuell war. Witzigerweise, mein Opa hatte mal was Ähnliches. Aber da komme ich nachher drauf zurück. Und zwar Renault Clio RS, Renault Clio 2 RS, sagen wir so. Zweite Generation Renault Clio. RS steht für Renault Sport. War ja auch so mehr oder weniger eine eigene Firma von Renault, wo nur die Sportfahrzeuge hergestellt hat. Ja, geiles Ding, muss ich sagen. Ist auch schon ein paar Kilometer mitgefahren. Ist sehr interessant. Fährt sich natürlich ganz anders als so alles Moderne, was man kennt heutzutage. Geschichtlich, ich weiß nicht, gehe ich mal ein bisschen auf die Vorgänger ein. Ist auch gar nicht so einfach, hier was darüber rauszufinden, weil der Markt in Deutschland da dafür sehr klein war. Ich habe jetzt mal gesehen, in Frankreich und England gibt es eine sehr große Community für das Fahrzeug. Bei uns leider eher nicht so. Ja, was gibt es da dazu zu sagen? Genau, also es gab ein Clio in der ersten Generation. Da war es noch kein Clio RS, sondern da hieß der Clio, glaube ich, Williams, die Sportversion davon. Und da weiter vor, vielen ist bekannt, da blenden wir auch mal ein Bild ein, da gab es den Renault R5 Turbo. Da sind wir jetzt inzwischen schon so weit, dass man sagt, nahezu unbezahlbar, ein gutes Exemplar. Hier gehen wir jetzt langsam in die Richtung, wo die Preise deutlich steigen. Da kommen wir auch nachher drauf zurück, aber man kann sich es aktuell noch gut kaufen, die Fahrzeuge. Ja, was sehen wir optisch? Einen alten Clio. Für mich ist das jetzt auch so, muss ich sagen, die ersten Modelle, wo für mich Renault bekannt wurde oder so. Da davor tue ich mich tatsächlich auch schwer. Was ich sehe, wir haben Scheinwerferreinigung. Das heißt für mich, dass wir Xenonlicht haben. Das finde ich für die Zeit schon sehr cool. Also wir reden hier Facelift Clio in der zweiten Generation. Die erste Generation sieht noch ein bisschen anders aus. Da ist der Scheinwerfer eher genau andersrum. Also der ist in der Mitte und geht so nach außen ein bisschen spitzig. Hier beim Facelift ist er eigentlich so spiegelverkehrt. Genau, also wir sind hier im Jahr 2000 bis 2002, 2003 beim Facelift. Zweite Generation Clio. Fabrice, komm mal mit, lauf ein bisschen auf die Seite. Wenn wir jetzt so in der Zeit zurückreisen, muss man ja auch noch andere Sachen ansprechen, die damals noch nicht so normal waren, finde ich. Zum Beispiel Scheibenbremsen hinten und vorne. Bei so einem kleinen Auto auch cool. Ja, ich erinnere mich noch an Zeiten, da hatten viele Autos hinten noch die Trommelbremse. Also das ist auf jeden Fall cool. Die Speedline-Course-Felgen sind nicht original, finde ich, stehen im Auto aber sehr gut. Die erinnern mich so ein bisschen an die Felge vom Clio Williams. Also wenn man jetzt schon Clio Williams, blenden wir mal ein Bild ein. Hier sind die Felgen, die hier drauf sind, finde ich jetzt vom Design nicht so cool, habe ich jetzt aber im Netz keine gefunden, aber da findet man sicher auch ein Bild, was da original drauf ist. Ja, Farbe, dunkelblau Metallic, das erinnert mich so ein bisschen an das Williams Blau, ist das angelehnt. Die Farbe ist sehr cool. Die meisten, die ich so gefunden habe, waren Silber oder Schwarz. Weiter nach hinten, oder? Tank abschließbar. Wenn es jemand interessiert, ja, das ist noch nicht mit der Zentralverriegelung. Nicht, dass einer abzapft. Genau. Ja, also Heck, ich muss sagen, vorne gehen wir nach ein bisschen weiter weg. Da unterscheidet er sich schon deutlich vom normalen Clio. Das habe ich aber auch erst auf die Fotos gesehen, die ich von dem Auto gemacht habe. So ist es mir nicht so aufgefallen. Das Heck ist jetzt eigentlich gut. Die Kotflügel sind ein bisschen breiter gezogen mit der Stoßstange. Das sieht man, wenn man nah mit der Kamera hingeht. Ja, das sieht so ein bisschen aus wie beim neuen Auto, würde man sagen, der hat einen Heckdatscher gehabt und die Stoßstange ist nicht passend angebracht. Aber das geht hier tatsächlich so ein bisschen raus, versucht man so ein bisschen zu verbreitern. Endrohr sieht man nicht.
Beim Nachfolgemodell, beziehungsweise gab es, glaube ich, noch ein zweites Facelift vom Clio 2. Der hat, das kennen wahrscheinlich dann schon mehr, so in der Mitte zwei, wieder R32, so zwei zentrale Endrohre, die auch sichtbar sind. Ja. Den kennen dann wahrscheinlich mehr, genau. Schriftzug Renault Sport. Ja, ich meine, Renault RS, Clio RS, Megane RS sagt den Leuten ja meistens erst ab der nächsten Generation was. Ja, gut, auf der Seite haben wir jetzt auch nicht viel. Ich mache mal einen Motor auf. Was ich schon immer cool fand bei Renault Sport, der Sportabteilung von Renault für die Sportfahrzeuge, die waren da schon immer viel kompromissloser als die ganzen deutschen Hersteller. Ja. Wie auch bei den ganzen Nachfolgern Megane RS und Clio RS mit Differentialsperre, Schalensitze, also Brembo-Bremse, was die Nachfolger alle hatten. Die waren da schon sehr track-orientiert. So. Da haben wir vorher ziemlich lange nach dem Haubenhalter gesucht. 2-0-Liter-Motor, 16 Ventile, Saugmotor. Ja? Also das war ja in der Generation oder in dem Zeitalter noch relativ normal, dass die Saugmotoren verbreitet waren. Was ich so ein bisschen über den Motor gefunden habe, das ist eigentlich ein ganz normaler Motor von der Stange, wie auch in vielen Renault Laguna und Espace und so, glaube ich, drin. Weil dieser Motor wurde in der Firma aufgebaut, die auch die Formel 1 Motoren für Renault gebaut hat. Also man erinnert sich dran, Michael Schumacher, Benetton, Renault. Genau, deshalb haben wir hier auch 170 PS. Ja, in UK heißt das Modell, glaube ich, Clio 172, da haben die 172 PS. Ich weiß jetzt nicht genau, warum oder an was das liegt. Danach gab es den 182 Clio, den gab es bei uns, glaube ich, gar nicht. Und da gab es, glaube ich, sogar eine Trophy-Edition, so wie es ja auch bei den späteren Modellen Clio und Megane bei uns gab. Das gab es aber hier bei uns noch nicht. Da war das einzigste Modell. Genau, Gewicht, wir haben hier knapp über 1000 Kilo bei 170 PS, also das fährt sich schon ganz gut. Und ich finde halt, ich weiß nicht, das sind halt so die Autos, wo man das sportliche Fahren gut lernen konnte. Heutzutage bei den ganzen Drehmomentmonster und so weiter, selbst so ein Polo GTI und so mit den aufgeladenen Motoren. Ja, ich finde da, ja, das macht so Fahrfehler halt weg. Das sind so die Generation, auch Honda Civic Type R und so, was es damals gab, die ganzen Saugmotoren. Wir reden jetzt hier, ich weiß nicht genau wie viel Drehmoment, aber kann man ja noch rechnen bei den Saugmotoren relativ gut, plus minus 200 Newtonmeter, ja, das ist eigentlich gar nichts und deshalb, das fährt sich echt gut und die Leistung reicht eigentlich auch aus. Ja, schade, dass sowas irgendwo ausgestorben ist. Gehen wir zum Innenraum. So, Innenraum, haben wir gerade schon gesprochen, so alte Innenräume von den Autos haben schon einen speziellen Charme. Aufgeräumt, gut, sehr spartanisch, was hat man damals auch großartig gebraucht. Renault war da immer speziell mit ihrem Radio und Menüschalter hier am Lenkrad. Ja, Lenkraddesign, gut, das ist halt von der Stange, das haben sie sich jetzt nicht hier für einen Clio Sport irgendwas Besonderes ausgedacht, außer den Schriftzug hier von Renault Sport. Die Sitze sind gut, alltagstauglich, haben auch gut Seitenhalt. Alcantara Leder, ja, Handschalter, klar. Sonst gibt es eigentlich nicht mehr viel zu sagen, oder? Fabrice, ja, starten wir. Fahren wir eine Runde. Los geht's. Los. Also, im Innenraum angekommen. Heute fährt ein bisschen die Angst mit. Das erste Mal unsere GoPro hinten an der Stoßstange. Ja, wird schon heben. Ja, es ist krass. Also, das ist ganz anderes Fahren als bei den modernen Autos. Das Lenkrad ist, das denkt man sich aber schon, wenn man es sieht, es liegt jetzt nicht sehr gut in der Hand. Ja, ich muss mal gucken, ob im Gegensatz zum normalen Clio, ob sie das hier ein bisschen sportlicher gestaltet haben. Aber es liegt jetzt, es ist halt schon ein bisschen groß und klobig. Servolenkung spüre ich. Ja, das ist jetzt gut, da sind dann die neuen Autos natürlich schon ein bisschen direkter. Aber das Auto vermittelt ja schon ein echt sportlich direktes Gefühl, muss ich sagen. So direkt auf dem ersten Meter beim Losrollen. Ich glaube, das war ja auch Ziel. Ich würde schon gern so, ich würde mir nicht bloß wünschen, auch wegen uns, oh geil, Alter, Daimler, dass die Leute die Videos mehr gucken, sondern dass ich auch gerade solche Autos irgendwie den Leuten ein bisschen wieder näher bringen kann, weil ich glaube, viele kennen sowas gar nicht und haben das auch überhaupt nicht auf dem Schirm, dass es sowas gibt. Ja, das habe ich ja vorher schon gesagt, im Ausland gibt es eine riesige Szene und bei uns kommt das eigentlich gar nicht so an. Ja, gut, aber wahrscheinlich will halt inzwischen auch jeder nur noch Leistung und 300 PS, 400 PS, aber so zum Fahren lernen und so kurvige Landstraßen, behaupte ich mal, macht sowas deutlich mehr Spaß. Ich habe mich jetzt auch ein bisschen eingelesen, was so die Probleme bei dem Auto betreffen, weil die Nachfolgermodelle Clio RS, also Clio 3, blenden wir dann ein, da haben wir sogar relativ viele verkauft im Laufe der Zeit. Da ist schon so das Getriebe ein bisschen der Schwachpunkt, also gerade die Synchronringe. Da hatten wir auch einen Kunde, der Probleme hatte.
Und da gab es wohl dann welche über Renault zu bestellen, schon mit einer 9-Teile-Nummer. Da hat man dann auch ein bisschen die Hoffnung, dass die dann besser sind. Aber anderthalb Jahre später hat er die gleichen Probleme wieder gehabt. Also Synchronringe im Getriebe sind die Schwachpunkte und bei diesem Auto, wenn man es drauf ankommen lässt, wohl auch schon. Hat mir der Vorbesitzer gesagt, die sind jetzt hier schon gemacht worden, die Synchronringe. Es fühlt sich auch alles gut an, wie es schaltet, muss ich sagen. Ja, auch witzige Geschichte zu dem Auto. Ja. Das Auto haben wir aus Luxemburg. So ein bisschen ein Autoliebhaber. Der hat bei uns ein Auto gekauft. Grüße gehen raus, wenn er das Video sieht. Und zwar den Mini GP. Da haben wir auch ein Video drüber gemacht. Und das war so ein Auto aus seiner Sammlung, das mit oder mehr oder weniger am wenigsten bewegt wurde. Und das hat jetzt eigentlich ganz gut passt. Weil, wie gesagt, ich finde das Auto ganz cool. Und vermutlich wird es auch, also steht zum Verkauf. Wenn jemand interessiert ist, darf er sich gerne melden. Aber ich vermute, das Fahrzeug wird nach Frankreich gehen, wie die meisten unserer guten, tollen Renaults. Egal ob Megane S, Clio S oder was auch immer, das geht alles nach Frankreich. Die holen sich jetzt alle wieder zurück. Ja. So ist es, ja. Und ich muss sagen, es sind ja wirklich keine schlechten Autos. Auch haben wir vorher schon angesprochen, die Ausstattung zu dieser Zeit. Ja. Wir haben eine Klimaautomatik, wir haben Xenonlicht, wir haben einen Bordcomputer. Ja, also ich muss sagen, das ist echt eigentlich eine gute Ausstattung. Mehr als man zu der Zeit erwartet. Also gerade das Xenonlicht, muss ich sagen, hat mich schon ein bisschen geflasht. Ja, das ist schon cool, ja. Ja, Fünfganggetriebe, genau. Jetzt wollte ich schon der sechste schalten. Aber da befindet sich ja zum Glück kein Rückwärtsgang. Ja, es ist cool. Ich habe ein bisschen gelesen, dass die nicht ganz so sparsam sind. Also man ist ja schon so zwischen 8 bis 11 Liter unterwegs. Das ist ja für vieles, für so einen Kleinwagen viel. Aber ich muss sagen, okay, ja, das passt. Ja, wobei, wenn man rechnet das Gewicht, gell, dann lässt er schon ein bisschen was reinlaufen. Ja, ja. Wie viel nochmal? So 8 bis 11 Liter, je nach Fahrweise. Ja, gut, das ist halt alles noch nicht so weit entwickelt. Ja, da sind die neueren Autos schon ein bisschen sparsamer unterwegs, aber du, mein Gott. Ja, dafür. So ein Auto fährst du auch nicht, um lange Strecke zu fahren. Ja, ja. Marktwert gehen wir mal nachher drauf ein. Da wird der eine oder andere sich wahrscheinlich ein bisschen erschrecken, dass die inzwischen, wo man die findet. Oh, müssen wir auch ganz dringend einblenden, habe ich vorher vergessen. Es gibt ja von diesem Modell auch den Über-Clio in Anführungszeichen. Ich bin tatsächlich auch schon zweimal eingefahren. Ich weiß nicht, zum Abstellen und zum Angucken würde ich mir den kaufen, also der Clio V6, sagt der auch was. Beide, oder? So Heck-Mittelmotor mit Heckantrieb. Also das Ding ist, wie gesagt, gab ja früher den Porsche, den Witwenmacher, ich glaube 39 Turbo war das oder so. Also das kommt da dicht dran. Also ich sag ganz ehrlich, am Limit ist das Auto nahezu unfahrbar. Ja. Also es war nicht einmal der Moment, wo ich gesagt habe, so aus der Kurve raus beschleunigen oder so, war kontrolliert. Ja, also zu wild. Dass sowas einen Weg auf die öffentlichen Straßen gefunden hat, ist geil. Aber wenn ich mich jetzt da entscheiden müsste, natürlich jetzt auch preislich, die Clio V6 sind inzwischen 60 bis 80, 90.000 Euro gute. Ja, hier ist man noch irgendwo knapp unter, ja, so bei 15. Ich glaube, was auch die Fahrbarkeit angeht, und ich glaube, den Clio V6, den würde ich halt ein bisschen rumschleichen und dann wieder abstellen, weil er so geil aussieht, weil er so wertvoll ist. Aber ich glaube, das Ding würde ich halt fahren. Ja, das stimmt. Ja, und da ist der Unterschied. Wir haben Frontantrieb, genau, wenn ich schon Heckantrieb bei Dingen anspreche. Aber es ist ja normal eigentlich bei so kleinen Hot Hatchbacks Frontantrieb. Auch bei der Leistung und bei dem Drehmoment reicht es auch völlig für die Traktion. Aber was mich jetzt interessiert, ja, was hat denn der mal ursprünglich gekostet? Ja, habe ich tatsächlich heute Morgen noch reingeschaut. Also die letzten Europreise, als es den noch gab, 2-3 glaube ich, die letzten, waren bei 21.000 Euro. Ist aber nicht wenig für die Zeit, gell? Ja, ja, für die Zeit, klar. Für die Zeit ist nicht wenig. Ja, das Auto hat sich schon was kosten lassen. Kongo, ja, und ja, gerade bei dem Preis hin, von dem was hat, weißt du zufällig, wo der VR60 rumtrieben hat vom Preis? Das blenden wir ein. Das weiß ich jetzt nicht. Das ist auch mal interessant. Ich habe witzigerweise auch das Konkurrenzumfeld von dem Auto ein bisschen anders eingeschätzt. Ich hätte so tatsächlich gedacht, so Honda Civic Type R und so, weil wir hatten da auch mal einen, gerade in EP3, weil das ist ja auch ein 2.0 Sauger, aber der ist tatsächlich schon in der Klasse drüber, also so Golf GTI Klasse, ja, in der Konkurrenz. Hier haben wir jetzt so eine Konkurrenz, ein Seat Ibiza Cupra, gab es damals in der ersten Generation als 1.8 Turbo. Mini, genau, Mini Cooper S. Ja, also die erste moderne Generation, die zweite Generation Mini als Cooper S. Ich glaube, die hatten den Kompressormotor, den 1,4 Liter.
dann den Peugeot 206 als GTI, glaube ich, hieß der GTI. Gab es auch so eine Sportversion, der war aber jetzt nicht so gut. Also gibt es sicherlich auch eine Fangemeinde, den möchte ich jetzt nicht zu nahe treten, hoppla. Aber Bauarbeiter-Dekolleté. Aber der war jetzt nicht so der Reißer, ja. Also wird jetzt nicht so als Überauto in die Geschichte eingehen. Und dann war es jetzt ein MG oder war es ein Rover? Da gab es auch so eine Hot Hatch Sportversion. Ja. Aber das, du merkst, das sind Autos, da gibt es eigentlich hier bei uns ganz, ganz wenig Leute, die sowas wollen oder sich mit sowas auskennen. Ja. Also wie gesagt, das war mir jetzt schon hier gängig, der Clio als RS, aber bei vielen anderen ist da auch schon wieder vorbei. Die kennen ja, vielleicht. Tatsächlich kenne ich den RS, kenne ich jetzt nicht. Also ja. den nachfolgenden. Ja. Die Clio RS. Die nachfolgenden, da gab es ja dann auch eine. Genau, da gab es ja dann die F1 Edition. Ja. Dann gab es da auch später die Sportauto Edition, wo da dann in den Nordschleifenrundenzeit ein bisschen optimiert wurde mit der Sportauto-Zeitschrift zusammen und so. Also da gab es ja dann auch bei uns viele Editionen. Hier jetzt halt nur den. Ja, sauber, der muss ein bisschen. Das ist schon witzig, oder? Auf jeden Fall, ja. Also der fährt richtig gut. Ich finde gerade halt auch mit dem Saugmotor, du merkst eigentlich jedes Mal, obwohl du ja schon fast auf einem Kurvenscheitelpunkt auf dem Gas bist, denkst du halt, es geht sogar noch früher, weil du halt einfach das krasse Drehmoment vom Turbomotor nicht hast. Das heißt, du kannst eigentlich schon Kurve anbremsen und schon fast voll wieder aufs Gas. Das stimmt. Und der klingt halt so geil. Das ist einfach eine andere Zeit. Klingt geil, ja. Und er hat halt diese durchgehende Leistung halt. Ja. Hat keinen Abfall irgendwo oder sowas. Nee. Echt krass. Also der Vorbesitzer war mit dem Auto auch auf dem Leistungsprüfstand. Hat er gemeint, das wäre wohl bei denen auch normal, dass die ein bisschen nach oben streuen. Also der hat wohl auch so 175, 178 PS. Okay. Gut, damals hat man sich wahrscheinlich noch ein Gepell drauf, dass der 3 PS mehr hat als Serie. Heutzutage ist das ja eigentlich nichts. Das war ja so die Zeit, so, oh, du hast einen Luftfilter, einen offenen Luftfilter eingebaut und du hast gedacht, jetzt verändere ich die Welt heute. Ey, macht richtig Spaß. Es macht richtig Spaß. Es ist so direkt. Du bist einfach voll im Auto integriert, was du halt bei den neuen, da bist du halt so ein bisschen abgekapselt. Du bist natürlich viel schneller unterwegs. Aber hast du auch den Spaß mit dem neuen Auto? Also wenn du jetzt direkt in ein neues umsteigen würdest, du würdest zwar schon denken, boah, der geht wie die Hölle, aber ja, sonst eigentlich nicht viel. Das ist echt drei Auto fahren hier. Gell? Also laufen wir gar nicht viel rum, würde ich sagen, gehen wir direkt raus. Ja? Fahren wir eine Runde. Klingen wir, ja, hören wir mal ein bisschen von draußen rein. So, da sind wir wieder. Ich hoffe, er klingt geil von außen. Wir haben jetzt hinten mal wieder Tuning Stage 1 gemacht, Rückbank umklappt. Ist eigentlich auch geile Position, sich hier auf der Bank, bei dem Wetter auf der Bank zu positionieren und dann hast du den ganzen Tag hier wie an der Nordschleife, ja, Supercar Traffic. Ja, wahrscheinlich sind das die, wo immer filmen. Halt. Ja, das sind die Carspotter. Das ist halt ein Segen bei dem Wetter. 27 Grad Klima.
Das ist halt schon geil, sonst wird man zu schmelzen. Und das war Serie, oder? Das war Serie, ja. Zumindest jetzt beim RS. Ja, cool. Ja. Habe ich davor auch schon gesagt, zu der Zeit, also wenn wir jetzt mal zurückspulen, Anfang 2000, das, was das Auto kann, da hast du jetzt gerade auf solche Bergpässe und so, so einen normalen 911er sicherlich gejagt mit dem Ding. Ja, also da bin ich mir echt sicher. Die Traktion, wo der hat, und die Leistung ist auch nicht schlecht. Also es fühlt sich schon so an nach 170 PS. Auf jeden Fall, ja. Da ist das so ein Porsche nicht weggezogen, glaube ich. Ja. Ja, das ist halt das Gewicht. Das vergisst man halt heutzutage immer, was das Gewicht ausmacht. So ein Kleinwagen wiegt ja heute inzwischen auch schon locker 1,6, 1,7 Tonnen. Ja, das vergisst man komplett. Jetzt tu mal 700 Kilo weg, ey, wie viel das ist. Merkst du jetzt auch beim neuen Jahres-GR. Ja. Ist auch brutal, was Ja. auf die Straße bringt. Ja. Weiß gar nicht, der wiegt aber auch nicht so viel, so 1,3 oder so. Ja, 1,3 denke ich auch. Müsste ich aber nochmal gucken. Ja, der war vom Gewicht her auch okay. Ja, aber so geil, die Motorradfahrer, wenn sie da in die Kurve so reinlegen. Reinschneiden in die Kurve, wenn es dir entgegenkommt, das denke ich auch. Klar, das Motorrad ist noch auf der Gegenfahrbahn, aber der Oberkörper ist ja schon bei mir. Ja. Kann auch wild enden, sowas, ja. Ah, genau, Front habe ich vorhin noch gesagt, aber das sieht man im Carporn, dass die Front, finde ich, sieht schon geil aus von dem Clio. Also da sieht man schon, dass es ein bisschen was ist. Ich könnte mir sogar vorstellen, vielleicht so der Ansatz ist auch das gleiche wie beim V6. Wo das anfängt, so dass die Stoßstange und die Kotflügel breiter werden. Klar, der V6 hört dann nach hinten auf, nicht mehr breiter zu werden. Da braucht er auch Platz für den Motor. Aber da wird der dann halt von der Karosserie schon wieder normal. Aber ich finde ihn schon optisch schon ansprechend. Klar, die Felgen tun auch das dazu. Gerade auch so das Gold hebt sich ein bisschen ab, kennt man also von Subaru. Ja, wurde der V6 von dem gleichen Werk mehr oder weniger gebaut wie der oder wurde der komplett separat? Boah, hey, ich weiß das sogar. Ja? Der V6, der wurde bei TVR gebaut. TVR ist auch so eine UK-Manufaktur. Die baut ja auch eigene Autos. Ich meine, TVR kennt man ja als Hersteller. Was gibt es da von denen alle? So Tuscan oder so heißen die Autos, glaube ich, von denen. Da gibt es Speed 6, Speed 12 und so weiter. Also so Supersportwagen. In England gibt es ja schon, oder gab es ja auch früher relativ viele Manufakturen. Und da wurde der Clio V6 gebaut. Also dürft mich da jetzt gerne korrigieren, aber ich meine zu wissen, dass der da gebaut wurde. Woher weiß ich das? Ein offizieller Auftrag von Renault, dass das auch baut. Ja. Gut, ich kann mir natürlich vorstellen, dass sowas vielleicht mal irgendwie mit einem Projekt angefangen hat. Ja, klar. Und dann Renault gesagt hat, hey, geile Idee. Ja. Das ist ja heutzutage undenkbar, dass irgendjemand was zusammenschustert und dann der Hersteller sagt, Wahnsinn. Ja. Kostet es, was es wolle, das bauen wir jetzt. Ja. Ja, geil. Aber wie gesagt, ich bin schon zweimal eingefahren. Ich tue mich schwer mit dem Auto. Es sieht mega geil aus. So rumcruisen und so macht auch Spaß. Aber das Auto ist dann am Limit doch ein Tick zu spitz. Und ich bin schon jemand, ich fahre gern schnell, wenn man es darf. Mhm. Dann ist mir das einfach, ja, dürfte mich jetzt weich einnennen, aber dann ist mir das einfach nicht wert, da am Limit zu leben. Ja, was ich auch noch sagen wollte, finde ich ein bisschen, die Renault-Motoren, die Sauger, sowohl der V6, weil der war ja ursprünglich, das ja auch ein Standardmotor aus dem Clio-Regal, also die Basis ist auch, glaube auch im S-Pass und so gab es den V6, ja, also eigentlich auch ein Brot- und Buttermotor, der dann halt mehr oder weniger sportlich umgebaut wurde. Und ich finde die Renault-Motoren jetzt im Gegensatz, also ich vergleiche den jetzt hier, den 2.0 Sauger und auch aus dem Nachfolger Clio RS immer gern mit dem Honda 2.0 Sauger. Und ich finde, der Honda 2.0 Sauger ist deutlich bissiger. Ja, da haben wir es gerade, können wir sehen. Ich finde es halt geiler, wenn die so tief sind und so umbaut schon. Das macht schon was her. Ja, da guck dir, das ist ein Clio, Junge, ein 16V. Ihr Pisser. Da war der Clio, da war der nicht mal auf der Welt, der Fahrer. Ja, ja. Mit seinem Bandana und seinem Cabby. Da hat Renner schon solche Autos gebaut. Das lassen wir drin im Video, ja, oder? Ja, das GR war noch nicht mal geplant. Ja. Aber heute sind sie unterwegs, heute holen sie ihre Schätzchen raus. Auf jeden Fall, ja. Ja. Aber witzigerweise, dann im Sommer, finde ich, siehst du dann wieder kaum so geile Autos fahren. Das ist jetzt immer nur, wenn die Saison losgeht. Und dann war es das wieder. Aber geil, ja. Ich finde es ja toll, dass Leute noch für sowas was übrig haben. Auf jeden Fall, ja. Ja, genau. Also, was ich jetzt, um auf die Motoren wieder zurückzukommen, da finde ich so die Renault-Motoren
merkst du, finde ich, schon so ein bisschen, dass sie doch noch so das Brot- und Butter-Feeling haben, wo der Motor eigentlich ursprünglich herkommt. Der ist dann schon, hat seine Leistung und ist sportlich ausgelegt. Aber ich finde zum Beispiel, der dreht nicht so willig hoch wie so ein Honda-Motor. So ein Honda-Motor, klar, gut, der dreht ja auch bis, wo ist da der rote Bereich, über 8000 Umdrehungen. Aber auch von der Bissigkeit her, so finde ich, der spricht viel besser an. Da sind die schon ein bisschen träge, die Renault-Motoren. Aber das ist jetzt mein Empfinden. Ja. Also wie gesagt, ich hoffe, das Video schauen ein paar, weil ich würde mir da gerne auch so ein bisschen noch Informationen wünschen, die ich nicht habe, was ich nicht weiß. Und dass jemand vielleicht auch was besser weiß als ich zu dem Auto, weil ich bin schon sehr interessiert an dem Ding, muss ich sagen. Aber eigentlich ist es ja voll geil, wenn du so eine Fanbase drin bist, wo eigentlich fast keiner kennt und wo auch nicht so viele Leute dabei sind. Weil dann bist du voll Spezialist. Ich kann mir auch gut vorstellen, dass vielleicht auch deshalb nicht gar nicht so viele Autos auf den Markt kommen. Weil erstens gab es nicht so viele bei uns und zweitens werden die dann halt auch untereinander hin und her gereicht. Ja, einer schreibt es zuerst im Forum aus, ich kenne es ja auch zum Beispiel aus der Evo-Szene und meistens oder zu 80% geht es dann schon über ein Forum weg, das Auto. Ja, ja. Ja, dann kommt es gar nicht irgendwo also wird das gar nicht öffentlich angeboten. Ich habe geguckt, es gibt ein paar, aber ich tue mich da schwer, ich weiß gar nicht, sind die umgebaut oder nicht, weil die Preise so weit auseinander gehen, die Zustände sowieso. Wild, ja. Also ganz, ganz schwierig. Aber ich finde es geil. Ja. Und vor allem halt in der Kombination. Ich meine, du kannst den schon richtig understatement. So hat ihn mein Opa damals, den hat er für meine Oma gekauft. Ja. Das fand ich richtig geil. Also jetzt nicht als 2016 V, sondern ich glaube, die gab es auch als 1.2 und als 1.416 V. So um die 120, 125 PS. Hat er dann auch immer so geguckt, dass das Auto schon ein bisschen vorwärts geht. Und ich erinnere mich an die Zeit damals, der lief auch schon echt gut. Ja. Ich meine, so eine große Spanne ist er dann nicht mehr zu dem her. Und dann war das natürlich das Topmodell damals. Ja. Ja. Aber wie gesagt, mit 21.000 Euro dann schon wahrscheinlich preislich einiges über dem 1,4 Liter. Der war aber auch kein Renault Sport, also das war normal vom Renault-Regal. Ja. So, dann sind wir am Ende angekommen, oder? Yes. Ich sehe hier oben noch Hochtöner, oder? Sieht das nach Hochtöner aus? Ja. Also Musikanlage haben wir hier auch ein bisschen. Und ja, auch das haben sie versucht, so ein bisschen modern zu machen, Renault, gell? Mit den ganzen integrierten Knöpfe, nicht so, zu unserer Zeit war ja da noch so ein Drehregler gang und gäbe. Ja. Ja, und ich muss sagen, es funktioniert immer. Ja. Sehr ungewohnt. Sehr ungewohnt, Knöpfe zum laut und leise machen. Ja. Schon, und vor allem das hier am Lenkrad ist ungewohnt, muss ich sagen. Der Jonas war da immer der Vollprofi, weil er war ja so in der Renault-Szene. Ah, okay. Aber ich bin da komplett raus, ich vergesse das Ding, dass es überhaupt gibt. Weil hier kannst du dann das Radio bedienen und so, den Bordcomputer und alles. Oh je, Mine. Ja. Wollte ich noch was sagen? Fällt es mir bestimmt nachher noch ein. Ja, scheiß drauf. Wir kommen zum Ende. Jo. So, da sind wir. Schön. Passend zum Wetter. Gute Laune. Mein Zeigestock. Genau, das wollte ich vorher noch. Ich weiß nicht, ob wir es auf Kamera irgendwie draufkriegen. Wenn man so frontal aufs Auto filmt, so gerade der Bereich hier mit der Stoßstange, wo das so in Breite rauskommt, das macht die Front schon interessant. Auch mit den Kühlschlitz hier. So ein Zeigestock ist echt geil. Das sollte man jedes Video mit aufnehmen. Auch hier die Kühlschlitze und so, ich sag mal, das typische RS-Gitter. So die klare Rechtecke, das kenne ich auch noch von der alten Megane S und so. Finde ich schon cool, die Front. Preisentwicklung, ganz interessant, weil da habe ich mich ja jetzt auch schon, beziehungsweise eigentlich ja gar nicht damit befasst gehabt, bis uns dieses Auto angeboten wurde. Weil ich kenne noch die Zeit ist gut, 10 Jahre oder länger zurück, da darf man jetzt nicht lachen, aber da hat man sowas für 3.000 bis 5.000 Euro gekauft. Ja, und eigentlich nichts. Ja. Inzwischen sind wir hier bei Gude zwischen 10.000 und 20.000 Euro. Ja. Und wie ich den Markt sehe, gut, ich war bei vielen Autos dann doch ein bisschen erschrocken, wo die Preise oder wie die Preise gestiegen sind, glaube ich auch hier, dass die Preise nicht mehr fallen werden. Weil es nicht viele gab. Dann, wie gesagt, auch was wir festgestellt haben, so das Flair, das Oldschool-Flair, wo das Auto auch verbreitet und es fährt ja auch gut, gibt es heutzutage nicht mehr so vom Gefühl. Und deshalb gibt es für sowas, denke ich, auch immer eine Nachfrage. Gerade jetzt, wie wir festgestellt haben, auch im Ausland leider. Bei uns nicht so viel. Ich hoffe, das ändert sich. Ich hoffe, dass auch viele hier aus Deutschland das Video schauen. Ja, genau, Pirelli-Reifen. Der Grip war schon nicht schlecht heute. Und der Zeigestock-Generation von heute, kennt ihr sowas noch? Das ist eine Antenne. Ja. Und die muss man vor dem Waschen abschrauben und nach dem Waschen
bringt man sie wieder an. Und da kann man eigentlich gar nichts falsch machen, weil die kann man auch nicht vergessen, weil sonst geht nämlich das Radio nicht. Da muss man sich tatsächlich erstmal wieder dran gewöhnen, dass man solche Sachen überhaupt machen muss. Ja. Gut, oder? Ja, da auch Schriftzug, geil. 2,0 16V. Ja. Also wie gesagt, aber auch die Farbkombination finde ich jetzt hier, wo das Auto so ein bisschen vorhebt. Gerade das Dunkle mit den hellen Felgen und so, das finde ich geil. So alles in Silber gehalten, auch cool, aber da geht halt auch vieles ein bisschen unter. Gut, am Ende angekommen, würde ich sagen. Also wer Interesse hat, darf sich gerne melden, wenn das Fahrzeug noch da ist. Wir haben es schon online. Es ist ein sehr geiles Auto, fährt auch, ja. Macht keine Probleme. Der Vorbesitzer hat gut danach geguckt und es stand jetzt auch eine ganze Weile bei ihm in der Garage. 2-3 Jahre, ja, haben jetzt nochmal alles gewechselt, Auto funktioniert soweit. Genau, und dann schaut unsere Videos, liked, kommentiert, abonniert uns, schaut auf Instagram rein. Was auch gut klappt tatsächlich, wenn ihr Autos habt, die ihr gerne bei uns im Video sehen möchtet, dürft ihr euch auch jederzeit melden und uns das anbieten. Das kriegt man sicherlich hin. Da stehen jetzt gerade auch noch ein paar Termine aus von Fahrzeugen, die uns angeboten wurden, die wir gerne aufnehmen. Und dann sehen wir uns bald wieder. Ja, jetzt kommt ja der Sommer und hoffentlich auch das schöne Wetter öfter. Und dann geht's richtig ab. Bis bald.